Ja, jetzt haben wir von St. Kilian Mario Rudolf vom Master Distiller von St. Kilian bei uns. Und Thorsten, ihr habt heute ein riesen Online-Tasting gehabt mit 800 Teilnehmern. Und da habt ihr auch einen ganz interessanten Whisky vorgestellt, nämlich den ersten Whisky, den ihr überhaupt gemacht habt, noch bevor die Edition Number One rausgekommen ist. Denn das Fass Nummer 1. Mario, kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also es gibt natürlich bei über 6.500 Fässer, die wir schon abgefüllt haben, auch ein erstes Fass. Und ja, das erste Fass war uns immer heilig. Es war der erste Brand, den wir tatsächlich rausbekommen haben. Die darauffolgenden Fässer wurden dann zum First Kilian und dann zur Signature Edition One. Also das war wirklich das allererste. Und es ist ein besonderes Fass. Also wir haben hier ein 700-Liter-Fass, das haben wir uns extra bauen lassen. Und zwar Johanniskreuz Eichen. Johanniskreuz-Eiche, was ist das? Johanniskreuz ist ein Forstgebiet, ein Waldgebiet im Herzen vom Pfälzerwald. Und dort wurde eben diese Eiche eingeschlagen und bei der Küferei Eder in Bad Dürkheim dann für uns eben gebaut zum Fass. Und das 700 Liter, also ein Novum, das gibt es, glaube ich, sehr selten bis nie in der Whiskyindustrie, dass so ein Fass zur Verwendung kommt. Das ist ja das maximal Zulässige. Und da hat eben genau unser Brand halt reingepasst, deswegen diese Fassgröße. Ne? Und jetzt, wenn man sieht, was da für euch auf dem Tisch steht, dann denkt man sich, naja, nach 5 Jahren diese Farbe, wie kommt das zustande? Weil das Fass ist doch sehr groß, ist wahrscheinlich eines der größten, das man überhaupt machen kann. Absolut, das ist das größtmöglich zulässige Volumen. Und normalerweise würde man sagen, Reifung je größer das Fass, desto langsamer die Reifung, desto weniger Einfluss. Aber wir haben eben ein frisches Holz, eine frische europäische Eiche, eine deutsche Eiche, eine Pfälzereiche. Wobei Pfalz oder Frankreich hier egal ist, weil der Wald kennt keine Grenzen. Das ist also ein absolutes Qualitätsprodukt. Und das wurde nur leicht getoastet und dementsprechend, wenn man mit 63,5%igem Alkohol da reingeht, da wird natürlich viel Farbe extrahiert. Das ist über 5 Jahre, eine lange Zeit. Und selbst wenn es dann ein 700-Liter-Fass ist, kriege ich da viel raus. Und es ist auch geschmacklich extrem dicht geworden. Das haben wir in der Verkostung auch nachvollziehen können. Du hast gemeint, es macht Sinn, ein bisschen Wasser reinzugeben. Ihr habt es dann nach der Verkostung auch direkt über die Website verkauft und war innerhalb von 3 oder 4 Minuten war das ausverkauft. Ja, also Wahnsinn, hätten wir alle mitgerechnet. Wir haben schon gesagt, okay, wir limitieren das pro Person, aber es war also schlagartig weg. Ne? Schlagartig, ja, 760 Flaschen, die sind quasi auf der Herdplatte verdampft, wie unser Chef immer so schön sagt. Aber das ist zwar eine schlechte Nachricht für alle, die es auch probieren wollen, aber es gibt auch eine sehr gute. Es ist zwar ausverkauft, aber das Fass ist nicht ganz leer, nicht wahr? Genau, also der Gedanke, den wir gehabt haben, ursprünglich war der Gedanke eigentlich mal, das Fass bleibt für ewig liegen, aber wir haben gemerkt, okay, es hat eine dermaßen Reife, dass wir es eben als Fünfjähriges jetzt bringen wollen, aber wir wollen nicht diesen ersten Brand, dieses erste Fass, das wollen wir nicht ganz verlieren. Deswegen sind 30% zurückgeblieben im Fass. Die werden wieder aufgefüllt mit frischem New Make, mit mildem New Make. Und es darf wieder 5 Jahre reifen und dann machen wir die Prozedur weiter. Das ist also wie so eine Art Solera. Fass, wenn man so will, wie ähnlich dem Sherry, Solera-Verfahren, aber hier eigentlich abgebildet in einem Fass. Und so lebt dann der erste Brand, den wir am St. Patrick's Day in 2016 gebrannt haben, ewig weiter, ja. Konservieren quasi die DNA vom, ja, Das First heißt, Cut. First Cut, ja. in einigen Jahren haben wir dann wieder die Chance, selbst zuzuschlagen und diesen Ja, ziemlich Erdbeer. genau in 5 Jahren. Also Okay. es war ja 17.06.2016, 2021 und in 2026 sehen wir uns wieder. Gibt es Okay. eine Aber dritte? so lange müssen wir dann natürlich nicht warten auf Neuigkeiten von euch mit neuen Abfüllungen und so weiter. Gott sei Dank. Absolut. Dann danke für eure Zeit, noch einen schönen Abend und danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Österreich. Dankeschön. Servus.